Willkommen bei Finance TV. Heute wieder mit einem Emittenten einer Mittelstandsanleihe. Die Rede ist vom Spirituosenhersteller Behrensen. Er hat zuletzt keine guten Zahlen vorgelegt. Gleichwohl, die Anleihe ist bei den Investoren sehr beliebt. Wie kann das sein? Fragen an den Vorstand des Unternehmens, Frank Schübel. Herr Schübel, schön, dass Sie sich dem Interview stellen. Sie haben im vergangenen Jahr keine gute Performance gezeigt, kann man sagen. Das Konzernergebnis ist negativ, der Umsatz ist gesunken. Gut, EBITDA ist noch relativ positiv. Das kontrastiert aber relativ eindeutig mit der Wahrnehmung der Investoren der Mittelstandsanleihe. Der Bond steht bei 110. Wie kann das sein? Na, ich denke, dass unsere transparente Kommunikation, und wir sind ja auch seit 20 Jahren an der Börse notiert, einfach zeigt, dass das Unternehmen genügend Substanz hat. Ja, wir können alle Verbindlichkeiten sehr sicher bedienen. Ja, die Anleihe ist noch nicht verbraucht. Ja, werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch darauf kommen. Und ich denke auch, dass der Aktienmarkt honoriert, dass wir jetzt eine langfristige Strategie des Wachstums über unsere Kernkompetenzen, insbesondere über die Marken Behrensen und Pushkin, für die wir in Deutschland und auch in verschiedenen und vielen Auslandsmärkten bekannt sind, dass wir in die jetzt investieren. Ja, für die Anleihe haben Sie recht, das stimmt. Die steht bei 110. Die Aktie hat natürlich ganz schön Federn gelassen. Die stand schon mal bei 6 Euro im Jahresverlauf 2013, ist jetzt ungefähr auf 4,30 Euro gesunken. Da fehlt natürlich den Investoren schon die Wachstumsfantasie. Woher soll denn das Wachstum eigentlich kommen in Ihrem stagnierenden Markt? Sie machen ungefähr 2/3 Ihres Umsatzes mit Spirituosen, ungefähr 1/3 mit alkoholfreien Getränken. Ja. Sie haben jetzt auch noch die Konzession für Pepsi, die ein großer Umsatzträger war, abgegeben. Das hat Ihnen im vergangenen Jahr einen einmaligen Negativeffekt eingebracht, wird Ihnen aber in diesem Jahr, glaube ich, zugutekommen. Aber die Frage nochmal, woher soll das Wachstum kommen? Gut, Sie haben grundsätzlich recht, dass wir jetzt in keinen per se wachsenden Märkten, insbesondere im Inland, auch operieren. Aber wir wurden in den letzten Jahren verdrängt vom Wettbewerb und sind jetzt in Deutschland dabei, unsere Marktanteile wieder zurückzugewinnen. Das ist der eine Punkt. Wenn Sie auf die Pepsi-Konzession ansprechen, die wir verloren haben, die wir jetzt aber im Tausch ab 2015 mit Sinalco neu angehen, heißt, dass wir strukturell im alkoholfreien Geschäft nichts verlieren. Wir haben das alkoholfreie Geschäft neu angesprochen. Und wenn Sie sehen, mit welchen Kundengruppen wir sowohl in der Marke als auch in der Handelsmarke operieren, dann sind wir mit allen deutschen Kunden in einem guten Geschäftsverhältnis. Zeigt einfach, dass die Struktur in Ordnung ist und wir jetzt das zurückholen, was wir in den letzten Jahren verloren haben. Wie ist denn die Underlying Performance von Behrensen? Im vergangenen Jahr sah es nicht gut aus. Wie läuft es im 2014? Man muss hier, glaube ich, trennen immer zwischen unserem Stammgeschäft. Im deutschen Markt. Dort war sowohl die Performance in 2013 deutlich besser als in den Vorjahren, wobei wir immer kommuniziert haben, auch mit intern, sowohl auch mit unseren Kunden, dass wir hier ein Dreijahresprogramm fahren, um die Marken zu revitalisieren. Also hier ein deutlicher Fortschritt, auch im operativen Ergebnis. Dann ein negativer Effekt in 2013 kam über drei Säulen. Ja, das war die Abschreibung auf die Pepsi-Konzession, die wir machen mussten. Das war das volle Jahr der Anleihezinsen, ja, die das operative Ergebnis oder die das Konzernergebnis belastet haben. Und das waren Investitionen in den Auslandsmärkten, die per se normal sind, aber etwas höher waren als geplant. Da möchte ich gerne einhaken. Sie geben als Wachstumsmärkte für Behrensen die Türkei und die USA an. Richtig. Haben Sie da schon was investiert? Wie viel werden Sie da investieren? In welcher Form werden Sie investieren? Und wie hoch sind die dafür benötigten Mittel? Also wir werden in diesen beiden Märkten, und vielleicht trennen wir die, gehen wir auf die Türkei zuerst, was für viele verwunderlich ist. Warum investiert man in ein Geschäft mit Spirituosen in der Türkei? Aber wir haben eine der größten und wachstumsträchtigen Volkswirtschaften, ja, mit einem deutlichen Nachholbedarf, was internationalen Lifestyle angeht, insbesondere in den Metropolen Ankara und Istanbul. Ich wollte gerade sagen, ja. Der Rest der Türkei trinkt doch keinen Alkohol. Ja, es gibt einen zweiten Markt, der vom Tourismus geprägt ist, an den Küstenregionen, sowas, ja, andere Struktur, andere Verbraucher, aber auch da ein großes Wachstum, und wir haben es da geschafft, innerhalb von einem Jahr diesen Markt zum drittgrößten Exportmarkt der Behrensen-Gruppe zu entwickeln. USA ist anders gelagert, wie übrigens fast alle Operationen, die wir tätigen, komplett anders gelagert sind. Also von daher ist jeder Business Case ein eigener. In den USA haben wir uns von einem Distributeur getrennt,
haben eine eigene Marketing- und Vertriebs-, eine kleine Marketing- und Vertriebsorganisation auch aufgestellt, haben uns neue Distributionspartner auch Staat für Staat gesucht, haben eigene Produkte dafür entwickelt und sind dafür jetzt gerade am Start mit dieser neuen Struktur und aktuell, und auch das jetzt zur Underlying Performance, damit auch deutlich besser unterwegs. Das heißt, diese Märkte haben jetzt das richtige Produktportfolio und die richtige Mannschaft dahinter, um durchzustarten. Aber auch das ist jetzt kein Effekt, und der innerhalb von Monaten passiert, sondern man braucht eben dieses Jahr bis anderthalb Jahre der Präparation, um dort immer die erfolgreiche Infrastruktur auch zu haben. Ich werde jetzt keine, sagen wir, genauen Daten dann auch abgeben über die, sagen wir, die Investitionen dort, aber wir reden immer über sehr kleine, über so sehr niedrige einstellige Millionenbeträge, die, sagen wir, die Startinvestitionen für so einen Markt auch sind. Das klingt ja so, als sei die Mittelstandsemission im Oktober 2012 im Nachhinein für Sie unnötig bzw. ein teurer Fehler gewesen. Sie haben die Anleihe, das ist die gute Nachricht für die Investoren, natürlich noch immer in der Kasse liegen. 50 Millionen sind da, aber die kosten Sie natürlich Jahr für Jahr auch über 3 Millionen Zinsen. Ja, ich weiß nicht, ob es deshalb eine schlechte Nachricht für uns ist, sondern wir haben im Prinzip die Liquidität, die wir brauchen, um jetzt schnell zu agieren. Ja, und wir gehen in der Auslandsexpansion kaufmännisch mit der nötigen Vorsicht vor. Ja, Sie können sich vorstellen, man kann natürlich auch in so einen Markt 10, 15, 20 Millionen investieren, aber eben dann ist natürlich die Return-on-Invest-Periode als auch der Betrag, sagen wir mal, sehr zweifelhaft. Das heißt, in der Auslandsexpansion gehen wir sehr vorsichtig vor, haben einen Großteil der Anleihemittel noch in der Liquidität. Ja, und das war ja damals auch in dem Prospekt beschrieben, dieses Geld soll für eine Akquisition zur Verfügung stehen. Und da liegt sie auch noch. Herr Schübel, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Auch Ihnen möchte ich die drei geschlossenen Fragen von Finance TV stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Reicht die Zeit eigentlich noch für Investitionen aus der Mittelstandsanleihe, bevor die Refinanzierung im Jahr 2017 ansteht? Ja. Werden Sie die Refinanzierung auch über den Bondmarkt wieder bestreiten? Das ist jetzt nicht eindeutig zu beantworten, denn es geht in erster Linie, wenn wir eine Akquisition in einem höheren Betrag auch haben, dann wird diese Akquisition die nötige Rentabilität bringen, ja, um das entweder über den Bondmarkt oder über eine normale Bankenfinanzierung auch zu refinanzieren. Sehen wir Berendsen im Jahr 2014 wieder mit einem Umsatzwachstum? Wir sehen ein deutliches Rentabilitätswachstum, ja, und wir sehen einen strukturellen Gewinn, was die Margen in den wichtigsten Märkten und auf den richtigen Marken angeht. Ja, und das sind für uns die KPIs, die im Vordergrund stehen. Vielen Dank, Herr Schübel, für diese Antworten. Danke auch, dass Sie sich in dieser nicht einfachen Zeit den Fragen gestellt haben. Vielen Dank, gerne. Vielen Dank, verehrte Zuschauer, für Ihr Interesse. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, dann haben wir das nächste interessante Kapitalmarktthema für Sie. Einen schönen Tag.